zusammen aus Malaysia. Hallo. Wir sind gestern Abend in Georgetown auf der Insel Penang, ganz im Nord. Westen von Malaysia angekommen. Eine kleine Insel. Eine kleine Insel, aber mit einer sehr schönen Stadt. Georgetown ist für zwei Sachen eigentlich berühmt. Zum einen für seine Historie. Früher hieß die Insel nämlich nicht Penang Island, sondern Prince of Wales Island, weil das hier zum britischen Empire gehörte. Und die erste Ansiedlung von den Briten in Südostasien war und deswegen ganz wichtiger Handelshafen. Und deswegen sind hier auch ganz, ganz viele Kulturen miteinander verschmolzen. Also wir haben hier die englische Kultur, wir haben indische Kultur, wir haben chinesische Kultur. Viele Muslime leben hier und auch andere Religionsgemeinschaften. Und deswegen ist die Stadt so kulturell vielfältig und bunt. Und der zweite Punkt, wofür Georgetown berühmt ist, ist für seine Street-Art-Kunst. Da Street-Art so bekannt ist für die Stadt hier, haben wir eine Karte, wo ganz, ganz viele verschiedene Werke eingezeichnet sind. Und die laufen wir jetzt ab. Wie eine Art Schnitzeljagd. Rechte Katze. Falsche Katze. Bist du echt, Kumpel? Beweg dich mal. Ja. Ja, ist echt. Falsch. Gar keine Katze. Und ob das wirklich so ist, davon überzeugen wir uns jetzt im Rahmen einer Tour selber. Das Zhongfa Tse Herrenhaus ist wirklich schön anzuschauen. Von außen ganz blau bemalt, weil das damals die Trendfarbe war und auch wieder Glück symbolisiert hat. Innen drin ganz toll ausgestattet und wirklich toll wieder hergerichtet. Und auf jeden Fall besuchenswert, weil man hier auch durch die Tourguides sehr viel über das Leben vom Besitzer oder vom Errichter erfährt und auch generell über die Prinzipien von Feng Shui. Das ganze Haus ist einfach sehr geprägt von dunklem Holz, sehr offener Raumgestaltung, ganz vielen Intarsien und Verzierungen und wirklich sehr schön. Und ich habe noch nicht so ein schönes chinesisches Privathaus gesehen, tatsächlich. Ist wirklich besuchenswert. Wir haben eine Shy Plant gefunden. Zeigen euch mal, warum sie Shy Plant heißt. Sehr, sehr schüchtern, das Ding. Georgetown soll auch sehr berühmt sein für sein Streetfood. Davon wollen wir uns jetzt mal selbst überzeugen im Red Garden Food Paradise. Wenn wir schon mal hier sind, dann muss ich auch einmal das Penang Famous Hokkien Mee bestellen. Ich sage euch nachher mal, was drin ist, weil ich habe keine Ahnung. Was hast du bestellt? Chicken Masala und Naan. Indisch. Ich habe Hokkien Mee bestellt. Was ist das? Penang Famous. Keine Ahnung. Ich bin auch leicht ins Grübeln gekommen, als ihr Schäler in den Mülleimer gefallen ist und sie ihn einfach wieder rausgenommen haben. This is a local experience. Ja. Okay, jetzt bin ich etwas schlau über das Hokkien Mee. Es ist einfach Nudelsuppe mit Huhn und ein bisschen Shrimp und Ei innen drin und etwas Sorge mit der sehr scharf aussehende Löffel hier. Probier einfach mal ein bisschen. Schmeckt ein bisschen nach
Fischbrühe mit Nudeln und Hühnchenfleisch, also ein ganz bunter Mix und leicht scharf, wobei ich glaube, wenn ich den ganzen Löffel hier eintue, wird das leicht scharf ziemlich scharf. Ich probiere es jetzt einfach mal, weil ich will ja auch die guten Brühe auslöffeln. Aber was ich noch sagen wollte, was mich leicht irritiert, ist, warum das Bier in etwas größer gerachten Schnaps als der Bier wird. Und wie schmeckt es denn jetzt überhaupt? Aber es schmeckt gut. Mit dem Hühnchenfleisch und dem Ei da drin. Schmeckt schon gut. Something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Wir sind im China House, in dem beliebtesten Café von Georgetown, mit ganz, ganz leckeren Kuchen. Nur leider hat Chris jetzt etwas zu spät die Kamera gezückt, weil der Kuchen war einfach zu lecker. Ich habe einen Sticky Toffee-Kuchen erwischt. Der Toffee-Kuchen schmeckt genauso wie wir das Toffee aus dem Londoner Pubs kennen. Also sehr karamellig, sehr sahnig und sehr, sehr lecker. Dieses Eck hier fasst Georgetown perfekt zusammen. Da hinten geht es nach Little India. Hier ist ein chinesischer Tempel. Und hier hinter mir englische Kolonialbau. Das ist Georgetown. Zum Essen noch mal raus auf eine Nachtmarkt in die Girly Street gegangen. Jetzt eine Fressbude nach der anderen mit lauter Gerichten, die wir nicht kennen, deren Namen uns nichts sagen. Und wenn wir uns mal gucken, der Kopf ist willig, aber die Nase manchmal nicht so mehr. Also ich habe so gemacht, ich habe geguckt, was auf den Tellern der anderen Leute liegt und ob es lecker aussieht und habe dann drauf gezeigt. Das war immer eine ganz praktikable Taktik. Mal gucken, was wir uns hier zutrauen. Gelesen, aber es ist wirklich so, dass wir hier wirklich zwei auffallen. Was hast du dir gegönnt? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Asam Laksa. Also, nee. Doch. Okay, Asam Laksa. Es waren dicke Udon-Nudeln. Und irgendwas mit Fisch ist drin und eine dicke Brühe und ich bin gespannt. Chris ist mit der sicheren Variante gegangen. Er hat ja, ich habe nur Spieße. Ich bin heute ein bisschen erkältet, muss vorsichtig sein. Also es ist eine dicke Brühe mit ganz vielen Nudeln
Man weiß nicht, was drin ist. Ich habe Salat gesehen. Hatte ich gestern nicht auch Asam Laksa? 18 Ringgit. Oh. How much? 18. 18? Ganz schön happig. Ja. Stand eigentlich 4, aber okay. Unser Essen hat zusammen 20 gekostet. Ja. Wie viel hast du ihm gegeben? Ja, 20. Unser Essen hat zusammen 12 gekostet. Ne, 10. Also unsere Getränke sind doppelt so teuer wie unser Essen. Ja. Auf einem Spar-High-Five wurde er ein... Er hat es mir auch vorgeschlagen, tatsächlich. Weil das wissen wir jetzt, warum. Thank you. Passt, ja. Aber es schmeckt gut. Ist sehr scharf. So, jetzt. Erzähl doch mal. Also, ich habe hier eine dicke Brühe, die auch scharf ist und dicke Nudeln sind drin und irgendwie noch was Fischiges und schauen wir mal. Schmecken die Nudeln? Ja, schmecken schon. Nicht so, wie ich es in Erinnerung hatte, aber... Von was hattest du es denn in Erinnerung? Von dem Barbecue in Kambodscha. Da waren das letzte Mal Udon-Nudeln drin und die waren so richtig lecker. Aber die sind hier mehr aus Reis. Wir sind auch transparent. Es schmeckt trotzdem. Ist es scharf? Ja. Jetzt nicht gesichtsverlierend scharf, aber schon scharf. Es schmeckt, ja, es ist halt eine Brühe, die nach Fisch schmeckt. Es ist Salat drin, es sind Gewürze drin, Zwiebeln jede Menge. Es schmeckt was Zitronengrasmäßiges. Ich glaube, ich hatte genau dasselbe gestern, bloß dass es ein bisschen anders aussah. Ja? Eine Fischbrühe. Aber ich habe deins ja auch probiert. Eine fischige Nudelbrühe. Okay, probiere ich auch gleich mal. Jetzt widme ich mich meinen spießigen Spießen und unseren teuren Sätzen. Ja, das gleich mir jetzt eine kleine Erkältung eingefangen habe, haben wir hier in Georgetown ein, zwei Ausflüge ausfallen lassen, die wir eigentlich noch auf dem Programm hatten. Aber die Stadt hat uns ganz gut gefallen. Jetzt geht es für uns weiter mit dem Bus hier hinter uns. Wahrscheinlich, aber ein Stück lang haben wir. Schauen wir mal. You never know. 5 Stunden fahren wir ungefähr in die Cameron Highlands. Da soll es kühler werden. Halt. Wir sind gespannt. Wir haben uns auf jeden Fall die langen Hosen angezogen. Kalt, ja. 21 Grad, glaube ich, heißt es. Und nachts 18 Grad. Also frisch. Frostig. Aber wir freuen uns irgendwie drauf. Die Luft soll angenehm frisch sein. Das wäre das erste Mal jetzt nach 2,5 Monaten. Deshalb freuen wir uns da sehr drauf. Und melden uns von dort oben. Cameron Highlands. Ciao.